Na du, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Chat ist auch wieder anwesend. Diesmal vollgepackt mit Hank. Und Monster Marv ist auch da. Vielleicht schließt er sich ja uns an. So, erstmal hier einblenden. Was wir noch brauchen, sind so ein paar Treppen hier. Ich glaube, 4 reichen. Ist ja nur für diesen Eingangsbereich. Zack. Servus YouTube. Genau so sieht's aus. Okay. Wir waren dabei, da oben das Loch zu schließen. Zack, zack, zack. So, und jetzt haben wir erstmal ein einfaches Dach. Was wir hier noch für Spielereien mit dem Dach machen, das können wir uns ja immer noch überlegen. Das hier müssen wir alles noch füllen. Auch das hier müssen wir alles noch füllen. Da fällt mir ein, vielleicht sollten wir mal runtergehen zu unseren... Ja. Zu unseren Fachwerkhaus-Schafen. Wenn wir es irgendwie schaffen, uns eine Diamantschere zu holen, ja, und die dann mit Effektivität oder so verzaubern. Dann bekommen wir noch mehr Wolle. Oh, sehe ich das richtig? Oder zählt das nicht für Schafe? Das ist natürlich eine gute Frage. So, und ist auch wieder Nacht. Aber auch immer dieselbe Stelle, wo so ein Zombie angeschissen kommt. So. Kann man das da wieder reinmachen? Eigentlich könnten wir uns schon, warte mal, wir haben ja Kappe haben wir und Stiefel haben wir. Das heißt, okay, für eine Hose ist nicht genug. Guck mal, wegen Schwert reparieren. Ne, ein Steinschwert reparieren wir nicht. Da craften wir uns jetzt ein ordentliches. Na, ist genauso wie eine Spitzhacke. Jetzt haben wir ja Eisen. Wir werten quasi dann auf. Ne? Weil mit Stein ist sowieso, du siehst hier unten 1,6 Angriffsgeschwindigkeit und 5 Angriffsschaden. Und hier ist es halt 6 Angriffsschaden und 1,6 Angriffsgeschwindigkeit. Übrigens die Axt langsamer, aber hat deutlich mehr Schaden. Was benutzt du für einen hübschen Shader? Das ist Zildurs Vibrant Shader. Steht alles auf YouTube in der Videobeschreibung, falls ihr auf YouTube guckt und euch dasselbe fragt. Genauso wie das Texturenpaket, das steht alles in den Sachen drin. Aber ich werde auch einen Command machen, damit hier die Mods für so eine Fragen gerüstet sind und darauf antworten können. Guck mal, da haben wir Lederhosen. Jetzt sind wir ein richtiger Deutscher. Ja, grüß dir. So, und dann können wir hier raus und können weiterbauen. Zack. Ist mir mal so aufgefallen, also so ein weißes Schaf hinterlässt doch mal ganz gerne irgendwie 3 Wolle, während diese hellgrauen Schafe aber auch wirklich nur 2 hinterlassen. Wir haben keine Fackeln, das ist nicht so gut. So, 8 davon. Ich kann mich nur erinnern, dass man immer nur eine Tür bekommen hat und mittlerweile sind es 3 Türen. Bei Türen stelle ich mir immer dieselbe Frage. Was sieht geiler aus? Wenn die Tür von außen so ist, dafür aber von innen einen Block versetzt? Oder wenn die Tür von innen hier vorne ist und von außen einen Block nach drinnen versetzt? Ah, also wenn ich das quasi
so rumsetze. Weil drin stört's nicht. Aber von draußen sieht's dreidimensionaler aus, ne? Ich glaube, das sieht cooler aus, wenn das von draußen so ist. So. Zack. Zack. You're still mad, bro. Ich bin nicht mad. Du warst mad, Großer. Du hast es viel, viel ernster genommen, als ich es gesagt habe. Ja, aber ich finde, wir als Streaming-Familie, wir dürfen ja auch mal fragen oder sagen. Du laberst manchmal auch ganz schön Müll. So. Ach, guck mal, jetzt können wir erstmal hier unten die Teile schließen. Wir brauchen unbedingt jetzt eine Fackel hier drin. Sorry, Digga, war betrunken und ja, ich trage wirklich eine Brille. So. Kein Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen. So. Lass mal gucken. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ziggedi. Zackedi. Obwohl. Nee, das müssen wir erst noch drin lassen. Denn wir haben, wie mir gerade aufgefallen ist, noch gar keinen Sand. Das heißt, wir können keine Fenster machen. Apropos Fenster. Ich weiß noch nicht, wo wir auf der Seite Fenster machen. Habe ich überlegt, da oben eins hinzumachen. Außerdem können wir hier mal versuchen, wenn wir da Slabs hinmachen. Okay, da nicht unbedingt. Das andere gefällt mir ganz gut. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen Zaunen machen. Denn ihr wisst, es kommt Zaun. Es muss Zaun kommen. Ich meine, hallo? Bleib schön da draußen. Wir haben noch irgendwo Fackeln gehabt. So. Das müssen wir nicht unbedingt mit uns rumschlagen. Tragen. Schlagen, Alter. Aber ich denke, wir nehmen Eichenzaun. Ein Zaunbefehl. Aber lass mal gucken jetzt. Das heißt, wir brauchen Sticks. Warte mal, Sticks hatten wir noch, ne? Ne, haben wir nicht. So. Zaun war irgendwie so, ne? Ach scheiße, dafür brauchen wir total viel von den Teilen, ja? So. 12 zumindest. Und dann kurz runter zum Wasser. Da haben wir ja schon gesehen, dass es da auf jeden Fall Sand gibt. Du kriegst die Tür nicht auf. Manchmal nicht. Aber ich finde, das Haus sieht schon ganz okay aus. Wir müssen es natürlich noch ein bisschen pimpen. You gotta pimp my house. Kennt die Serie überhaupt noch jemand? Mit Exhibit, Alter? Wo sie so getan haben. Und das muss man ja so sagen. Die haben so getan, als ob sie von irgendwelchen Leuten die Autos aufpimpen. Wo man sich als normal denkender Mensch schon gedacht hat, Alter, kein Mensch hat so ein Auto. So. Einfach mal wild ein bisschen Sand mitnehmen. Glaub nicht, dass sich da einer beschweren kann. Außer der Sand.
War doch mal auf MTV. Ja, definitiv. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr alle seid, aber es gab noch eine Zeit, wo MTV, also Music Television, noch Musik gespielt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für eine verrückte Zeit. Erst hat er dann irgendwann aufgehört und dann haben die bloß noch irgendwelche komischen Serien gespielt. Und dann ist das so ein noch schlechteres RTL 2 oder so geworden. Danke, Jungs. So. Guck mal, wir haben trotzdem so wenig. Ich habe neulich erst ein Märchenbuch gelesen. Okay, das haben wir alles. Die können da rein und wir wollten jetzt schon mal ein bisschen anfangen mit Zaun, weil das Problem ist ja, wenn wir irgendwo Slapse machen, und das kennt ihr ja, wenn ihr da irgendwie unten was hinklatschen wollt, dann funktioniert das mit dem Zaun nicht mehr. Ja, das heißt, hier hätten wir eins Abstand nach oben. Ich weiß nicht, ob das mir gefällt. Viva la Bam war lustig. Oh ja, das kenne ich auch noch. Das heißt, wir müssen uns zwangsläufig entscheiden, ob wir da Zaun haben wollen. Lass mich mal so ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumexperimentieren hier an der Stelle. Okay, wir haben keine Stämme mehr. Wie könnte da kein Zaun sein? Oh, Hank, du hast keine Ahnung. Es ging mal so weit mit einem Zaun damals bei Minecraft, dass Leute gefragt haben, Alter, ob ich mal irgendwas einfach bauen kann, ohne Zaun zu verlegen. Aber Zaun gehört dazu, Mann. Zaun ist halt Zaun. Weißt du, wie ich meine? Das Teil da würde ich auch unheimlich gern einfach abreißen. Ich mag diese ganzen fliegenden Inseln absolut gar nicht. Muss nochmal gucken wegen den ganzen Setzlingen. Aber jetzt gehen wir erstmal pennen. Ach, warte mal, wir haben ja noch Türen. Das heißt, wir können ja hier einfach eine Tür reinsetzen. Dann müssen wir nicht jedes Mal diesen Dirtblock dahin klatschen und wieder weghauen. So, ich glaube, das reicht auch schon. So, und da haben wir Glas. Wie war denn jetzt eine Scheibe? Nope. 16. Jungs und Mädels, das ist mehr als genug. Okay, ich dachte, ich habe hier einen Enderman gehört. Was mich interessiert ist, was passiert, wenn man ein schwarzes und ein weißes Schaf kreuzt? Bekommt man dann ein hellgraues? Dann kannst du ein ganzes Gewächshaus bauen. Ein Gewächshaus?
So, guck mal, da haben wir jetzt da zwei Fenster. Lass mal gucken, Eiche. So, mal gucken, dass wir mal. Okay, das geht noch. So. Ach so, ey Mensch, die Fackeln sollten vielleicht mal aufhängen. Wird langsam ein bisschen Zeit. Zack. Und einfach mal hier eine hin. Und damit haben wir hier genügend Licht drin, dass hier nichts spawnt. Genau, so können wir das da machen. Mensch, Leute. Guck mal, hier oben können wir auch so ein Bild oder sowas anhängen. Wäre natürlich auch ganz lustig. Eigentlich wollte ich da ein Fenster reinmachen. Aber jetzt haben wir da das Gestell drin. Das Gestell ist natürlich auch wichtig, ansonsten fällt hier alles zusammen. Na, ihr wisst ja, wie es läuft. Es fällt einfach zusammen. Zäune. Deutschland braucht Zäune. Paddy, da hast du absolut recht. Herzlich willkommen übrigens. So. Aber wir können ja zumindest schon mal, also hier, denke ich, werden wir überall die hinsetzen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir weiterbauen. Genau, Zäune. Fichtenholzzaun. Nee, wir haben ja Eiche, ne? Wir benutzen Eiche. zack. Das ist alles irgendwie, keine Ahnung, man bekommt nicht mehr so viel, wie es mal der Fall war. Aber das ist ja generell im Leben so. Überall wird man gelenkt. Das hat alles keinen Sinn mehr. So, wir könnten hier zwei Fenster reinmachen. Mal schauen, wie wir das gestalten. Zack. Guck mal, hier haben wir aber ein Fenster drin. Das ist natürlich doof, dann können wir das hier so nicht machen. Aber ich bin tatsächlich für die Fenster da drin. Das heißt hier und hier.
überlegen noch, wie wir das machen. Aber zumindest können wir mal hier das Ganze jetzt ausdecken. Zack. Und damit haben wir den Innenraum sozusagen schon mal quasi fast fertig. Ich sage fast, denn ich meine fast. Wir brauchen noch viel mehr Zaun. Wir brauchen noch viel mehr Zaun, Leute. Hübsche Hütte, schön kompakt. Dazu wollte ich ja was sagen, weil, wie gesagt, Leute fragen manchmal. Oh Gott, ich sehe, wir verwerfen total viele Frames, tut mir leid. Leute fragen manchmal, wie ich denn Hütten baue und wie ich entscheide, was ich wo hinstelle, etc. Und ich glaube, ich habe das schon mal in einer der ersten Folgen angesprochen, als wir den Grundriss gebaut haben. Ich versuche nicht, eine Hütte so groß wie möglich zu bauen, sondern ich versuche, die Hütte mit allem, was ich drin haben will, so klein wie möglich zu bauen. Dadurch wird es kompakter und dadurch sieht es belebter aus. Ja, und auch den Innenraum einfach vollknallen. Ja, also, weil viele bauen dann einen Riesenraum und stellen dann irgendwo an den Rand von dem Raum die ganzen, ja, eine Werkbank etc. Und dann hast du halt einen Riesenraum, wo quasi nichts ist. Warum? Wenn du in eine richtige Wohnung reinkommst, das ist ja auch quasi ein Raum, der unterteilt ist in Räume. Ne? Deswegen, bau doch dann einfach so. Hab ich mir immer gedacht. Und dann habe ich einfach so gebaut. So, was wollte man jetzt machen? Wir brauchen Zaun. Übrigens auch die Performance wird nochmal ein bisschen besser werden, sobald Optifine auf dem neuesten Stand ist. Das heißt nicht vollknallen, das heißt heimlich gestalten. Heimlich gestalten? So. Dürfte aber wirklich reichen. Genau. Überleg bloß, wie weit wir jetzt noch das Dach vorziehen oder ob wir noch ein kleineres Dach vor dem Dach machen. Das Ganze dann hier abstützen, so dass wir quasi ein kleines Vordach vor dem Dach haben. Ne, wo hier der Bereich geschützt wird. Genauso würde ich gerne hier ein bisschen Erde aufschütten. Warum, wieso, weshalb? Das seht ihr noch. Irgendwann mal. So, guck mal. Oh, haben wir ein bisschen Platz. But first, let me take a fancy. So. Wir haben in letzter Zeit echt Probleme, irgendwie Eichensetzlinge zu bekommen, ne? Dafür haben wir einen halben Fichtengarten. Weiß nicht, ob das an der Gegend hier liegt. Könnte natürlich sein. Eigentlich könnten wir auch schon längst im Haus pennen. Aber wir pennen immer noch in unserer Höhle. Denn dort ist es heimelig. Überleg gerade, können wir noch irgendwas gebrauchen? Das können wir schon mal mitnehmen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht.
Sand brauchen wir jetzt auch nicht. Kies brauchen wir momentan noch nicht. Die Wolle brauchen wir auch momentan erstmal nicht mehr. Die Schere nehmen wir trotzdem mit. Für den Fall der Fälle. So. Das ist super wenig geworden. Früher war das mehr, ne? Früher hast du ja auch die Zäune ganz anders gebaut. In der Höhle ist es eher unheimlich. Heimelig. Auch wenn wir jetzt keine Wolle brauchen. Können wir ja schon mal einen Vorrat, denn es wird ja nicht das einzige Haus sein, was wir bauen. Spoiler! So. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Haben wir, haben wir. Genau. Genau. Jetzt überlege ich, ob wir hier so Blöcke hinsetzen. Oder also Sinn ist, das zu erreichen. Aber ja, natürlich. Natürlich, mit der Axt einfach. Na klar, das macht doch Sinn, Alter. Oder ob wir da Treppen umgekehrt hinsetzen. Oder ob wir Cauldrons nutzen. Na, Kessel. Da müssten wir ordentlich Eisen ausgeben. Da weiß ich nicht, ob das so... Wir lassen das mal kurz auf der Seite so. Okay, kein Creeper weit und breit. Und dann versuchen wir es hier mal. Mit Treppen. Chat, was meint er? So? Oder so? Ich meine, klar, da hinten fehlt einer. Guck mal. Wir haben sogar noch einen. Das wusste ich von Anfang an, deswegen habe ich den da drin gelassen die ganze Zeit. Ich finde irgendwie beides hat was, ne? Ich finde beides nicht so prall. Okay. Das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, am liebsten würde ich halt nur eine Hecke machen. Aber ich glaube, das könnte zu Problemen führen. Wenn wir sagen, wir machen einfach so eine Hecke.
Müssen wir mal überlegen. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr auf YouTube schon in der nächsten Folge von Minecraft, Alter. Wenn ihr darauf Bock habt, ja, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar, Alter. Ja, ansonsten für die Leute hier im Stream, wenn ihr noch Bock drauf habt, dann geht's hier noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.